Moin Leute, wie ihr am Thumbnail schon gesehen habt, wisst ihr, was wir heute machen? Wir werden ein paar Köder bergen und ein bisschen angeln. Naja, ich muss das Ding alleine tragen, weil niemand von meinen Leuten Zeit hatte leider. Ich bin mal gespannt, ob ich es überhaupt dahin getragen bekomme, weil das sind 500 Meter oder 1 Kilometer. Ne, 1 Kilometer ist es nicht. 500 Meter würde ich sagen, Strecke, da wo ich das Boot hin tun möchte. Naja, ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt hinkomme. Ja, Wetterbedingungen sind okay. Ich habe hier die Angel und die ganzen Sachen. Ich habe auch noch einen fetten Stein in der Tasche. Also jetzt wirklich einen Stein, weil ich den als Anker benutze. Und ich würde mal sagen, ich probiere mal mein Glück. Da hinten angelt ein kleiner Junge, ich fasse es nicht. So ein richtig kleiner, der darf hier noch gar nicht angeln. Naja, illegale Angler würde ich sagen. Boah, macht das Bock. Alter, macht das Bock. Außer, dass ich kein richtiges Gegengewicht habe. Oh, Junge, die Strömung ist hier ziemlich hart. Ich bin hier auch an einer äußerst beschissenen Stelle. Ich fahre jetzt mal ein Stückchen, dann fahr da runter. Boah, das Ding ist so schwer zu lenken, ich schwör's euch. Boah, ich hatte gerade echt Herzinfarkt, dass mein Ding hier rechts unten aufgegangen ist. Gut, dass ich das gleich gehört habe, weil das war da, wo die Luft normalerweise reinkommt. Sonst hätte ich ganz schnell hier eine Horrormission draus gemacht. Das wäre gar nicht geil gewesen. Ich habe auch einen Anker, den werde ich jetzt mal auswerfen, weil ich an einer äußerst... Na gut, wenn hier ein Boot kommt, bin ich ja noch gespannt. Im Moment ist hier nichts los. Ich weiß nicht, ob samstags Boote fahren. Aber hier ist eine große Lücke. Hier fahre ich jetzt mal rein und lege direkt den Anker aus und mach mal meine Angel bereit. Was meint ihr? Wenn ich jetzt so angel, wir haben jetzt gerade im Moment 17 Uhr oder so. Boah, ich stehe wirklich. Der Anker macht seine Pflicht. Ich stehe wirklich, ich bewege mich nicht vom Fleck. Das ist ja heftig, der Anker ist scheiße gut. Also jetzt der Stein, sage ich jetzt mal. So Leute, ich habe gerade die Kassierung bekommen. Da war gerade einer, aber Gott sei Dank war er nicht vom Prüfungsdienst, sondern nur so auch ein Angler. Der hat mir gerade gesagt, dass es verboten ist, auf dem Main mit dem Boot zu angeln. Deswegen habe ich sie jetzt mal ganz wieder schnell eingepackt und habe gar nicht erst weiter ausgeworfen. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem, weil wirklich, er hat gesagt, und das stimmt auch, die Wasserwacht ist hier sehr oft unterwegs. Ich bin jetzt froh, dass er es mir innerhalb von den ersten 3 Würfen oder so gesagt hat. Ja, das wäre gar nicht gut gewesen, bin ich ehrlich. Leute, kurzes Update. Ich treibe jetzt immer weiter in Richtung, sage ich mal nicht, da lang einfach. Ich werde nicht vom Boot aus angeln. Das ist mir einfach zu riskant, auch wenn ich eine richtig gute Sicht habe, ob jemand kommt oder nicht. Ich kann ja echt einen auf den Deckel kriegen. Bisher habe ich auch, glaube ich, noch keine Ausrüstung verloren. Das ist alles gut. Boah, ich würde hier so gerne angeln. Das hat der Dude ja auch gesagt. Aber dann wäre der... Ja, er hat schon recht. Wenn jeder mit Boot angeln hier dürfte, dann wäre der Main sowas von überfischt. Das könnt ihr aber... Boah, meine Füße tun weh. Meine Fresse. Soll ich die mal ausstrecken? Dann ist die... Boah, das... Wenn ich so... Ich sitze jetzt mal so. Ich hoffe, das Boot klappt nicht um. Boah, das ist chillig. Das ist richtig chillig. Ich hoffe, das Boot fällt nicht um. Also klappt nach vorne. Aber ich bin ja auch nicht so schwer. Ich hoffe, das Ding hält es aus. Der Stein und ein paar Kilo liegen ja da vorne. Boah, Alter. Da ist gerade ein Barsch gesprungen. Boah, ich würde so gerne hier angeln. Meine Fresse. Wenn ich jetzt umklappen würde, hätte ich keine... Boah, Alter. So geile Hechte hier. Ich schwör's euch. So geile Hechte. Das reizt schon mich schon ein bisschen. So ein geiler Hecht war das gerade. Ich habe übrigens noch keinen Namen für dieses Boot. Das heißt, schreibt mal einen Namen in die Kommentare. Das ist... Ich krieg kein Geld dafür. Ein Challenger 3. Von Taxi oder... Keine Ahnung. Wie heißt denn das?
Die Marke stand irgendwo drauf, ich weiß es nicht mehr, egal. Jetzt bin ich mitten in der Sonne, da habe ich keinen Bock hinzugehen. Leute, ich habe gerade ein richtiges Problem. Ich merke, wie auf meiner linken Armhälfte, oh, mein Deutsch ist so kaputt, wie in meinem linken Arm die Kraft nachlässt. Da hinten ist auch ein Angler, aber ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich in die Nähe vom Ufer komme, weil ich merke, dass mich meine Kraft wirklich gerade, vor allem im linken Arm, die lässt mich jetzt gerade im Stich. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie... Die sind richtig geile Fische, also es ist echt schade, dass man nicht angeln darf auf dem Boot. Aber ist auch irgendwie verständlich, sonst würde hier jeder auf dem Boot angeln und die geilsten Fische bekommen. Fun Fact, bisher kein einziges Polizeiboot, geschweige denn stinknormales Boot. Keins, bis auf dieses Partyboot, also Schlauchpartyboot vorhin. Oh, noch 100 Meter. Dann habe ich es geschafft. Leute. Ich habe ihn gefunden. Ich fasse es nicht. Gerade war eine ältere, nette Dame, die war auch Anglerin, vor 20 Jahren hat sie gesagt. Ich habe ihn gefunden. Meinen tollen Blinker, auf den jeder Barsch gebissen hat. Hier ist übrigens noch das gerissene Vorfach. Sieht man richtig hier dran. Mehrere Teile zersprungen. Ich habe ihn einfach gefunden. Ich werde einfach vom Ufer jetzt mal ein paar auswerfen, weil... Ich habe den Hecht hier gesehen. Also ist er ja hier auch. So, jetzt kommt die Anlegerei hier. Ich fahre, glaube ich, so mal rum. So, dann einmal außen rum. Oh, bitte nicht über das. Ganz schlecht. Ja, ich schramm gerade komplett die ganzen Steine. Fuck. Nur genau dahin muss ich. Genau. Komm schon, Junge. Ich habe eine Idee. Bin ich blöd. Ich werfe einfach den Anker ans Land. Ja? Ja, ja, was? Hecht? Haben Sie schon welche gekriegt? Nee, ich darf auf dem Boot nicht angeln. Ja, ja, ja. Vor 2 Tagen. Da haben Sie Glück gehabt, wie groß war er? 41. Okay. Wir sind jetzt die Mindestmaße im Moment. Ich weiß nicht mehr. War mir dann doch zu schade. Fängt man immer noch ein Bärschli? Ja, ja. Habe ich am meisten gefangen bisher. Oh, gut. Auch noch groß. Sehr gute Backfische. Kann man immer schöne Filets rausschneiden. Ja. Oder Mähfischli. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee. Mähfischli, das sind gebackene Fisch. Also die tut man in Fett rausbacken und isst sie dann zu Kartoffelsalat. Ah, okay. Und die kann man dann mit Gerät, mit allem drum und dran essen. Ich habe aufgehört, weil ich bin belästigt worden von Asylanten, die da drüben in den Unheim waren. Ah, das ist und nicht schön. Das ist ja zweimal passiert und dann habe ich aufgehört. Es war mir dann zu heiß. Tschüss, schönen Abend. Ja Leute, das war die nette Dame. Habt ihr ja gerade gehört. Ich bin jetzt direkt am Ufer und ich gucke jetzt mal, ob ich rauskomme. Da ist das schöne Ding. Ziemlich groß, 3 Meter. Mal keine Ahnung was, ich glaube 1 Meter breit oder so oder mehr als 1 Meter. Hier liegt meine Angelrute. Schön festgemacht hier unten. Die nette Dame war noch mal da. Ich habe wenigstens ein bisschen Erfolg, weil ich meine Köder wiedergefunden habe. Den anderen habe ich jetzt nicht gesucht, weil es wirklich in ein paar Stunden, in 2 Stunden sollte es schon dunkel werden. Also Nacht. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen.